Schneeweißchen und der Podcast. Oder nach 1645 Tagen wird im Stadtwald wieder gerodet. Mein Name ist Joe und herzlich willkommen beim Adler Podcast, Episode 1. Ja, grüß euch. Folge 1 des erwarteten Adler-Podcasts ist da. Ich hoffe, ihr habt die Feiertage gut überstanden. Seid auch dann gut gerutscht. Nicht so wie bei uns mit Kranksein und Futz und Tralala. Aber scheiß drauf, alles ist überwunden. Ja, die Stadtwald hat sich ein bisschen was getan. Besser gesagt im Frankfurter Riederwald. Sebastian Rode ist wieder da. Wie ich im Teaser ja schon gesagt habe, auf der einen Seite technisch und fußballerisch mit Sicherheit gut und wichtig. Auf der anderen Seite, ich vertraue halt seinem Fitnesslevel irgendwie genau null. Also das ist einfach so. Und werden sehen, was da passiert ist. Was ich ziemlich geil gefunden habe, in Anführungsstrichen geil gefunden habe, ist die Tatsache, dass die Aussage von ihm, also vom Sebastian Rode, ein bisschen fehlinterpretiert worden ist von dem einen oder anderen Medium. Ich muss mir das raussuchen, ich verlinke das dann, wenn ich es finde, unten in den Shownotes. Er hat gesagt, die Fans der Eintracht, die können sich nicht, die brauchen sich nicht hinter dem BVB oder den Bayern zu verstecken. Da ist die Stimmung meistens sowieso besser wie in den beiden Stadien, ob man es glaubt oder nicht. Daraufhin hat dann ein Medium gemeint, bild mir ein, es war Sport 1. Ja, bin ich nicht drauf festnageln. Ich suche mir es raus, wenn es nicht Sport 1 war, es tut mir leid. Ja, da ist Winterloch. Die haben, Bayern hat gemeint, er schießt gegen seine Ex-Vereine und das ist eine Katastrophe und Leute, was ist mit euch? In Frankfurt ist die Stimmung immer geiler und wenn da nur eine einzige Schulklasse drin sitzt, nein, also da gibt's ja gar keine Alternativen, bitte. Was ist da los? Was stimmt mit euch nicht? Das hat mich dann schon ein bisschen aufgeregt. Also, na, ohne Worte. Auf jeden Fall, was mich auch ein bisschen aufregt, nicht aber stutzig macht, ist die Transfersumme auf Twitter aufgetaucht, also eine geschätzte. Angeblich kostet uns Sebastian Rode 1,5 Millionen Euro. 1,5 fucking Millionen Euro bis Saisonende. Ich meine, das ist ein Schnäppchen, ja. Hätte ich gefragt, ob ich im Messi nicht auch noch gleich mit dazu haben kann. Hätte ich gesagt, na, sag mal, 3 Millionen und alles ist super. Nein, im Ernst. Also 1,5 Millionen ist fast ein Schnäppchen. Wenn es die Kaufoption wäre, ist okay. Ich glaube ja, er wird so eine 500.000 wahrscheinlich kosten. Und die 1,5 Millionen ist dann vielleicht die Kaufoption, wenn man ihn im Sommer haben möchte. Mehr, glaube ich, wird das nicht sein. Da gibt es vielleicht noch so ein paar Erfolgsboni dazu. Und dann ist gut, aber 1,5 Millionen... Leute, nicht böse sein. Halte ich echt für ein schweres Gerücht, weil das ist ja dann wirtschaftlich, ist das ja nicht tragbar. Ich meine, was habe ich gelesen auf Twitter und genau unter dieser Fragestellung? Wie war das? Der Green ist klar, weil der Greenkeeper ja allein so viel verdient wie bei uns ein Ante Rebic oder sowas im Monat. Ja, das mag schon sein. Ja. Die werden schon andere Verdienstmöglichkeiten haben, aber
1,5 Millionen, halt, dann hat der Marktwert von einer Million, 1,5 Millionen laut Transfermarkt.de. Kier im Dorf lassen, er ist auf alle Fälle bis 30.06.2019 bei uns, dann werden wir wahrscheinlich eine Kaufoption haben. Schauen wir mal, dass der Bub fit ist. Ich fand's halt, ja, ich finde es eigentlich recht mutig, dass man diesen Schritt geht, aber auf der anderen Seite, Ben Manga und seine Leute, die haben eigentlich so gut wie noch gar nicht ins Klo gegriffen, außer vielleicht bei Chico Geraldos, aber den sind wir leider auch wieder los, den besten Spieler des Kaders. Ich danke ihm auch für seine ganzen Verdienste. Ja, ich glaube, es wird funktionieren. Wenn er fit ist, wird es funktionieren. Wenn nicht, würde mich das schon sehr wundern. Mich würde eure Meinung dazu interessieren. Schreibt es einfach in die Kommentare oder auf Twitter mit dem Hashtag AdlerPodcast, was ihr dazu denkt. Ansonsten hat sich im Transferfenster auch noch einiges getan. Also nach den Verlängerungen von Russ, Hasebe, Fernandes, Gacinovic und Danny Da Costa, dem Duracell-Hasen auf der rechten Seite, hält sich noch immer dieses Gerücht über diesen Kevin Babu von Ibe, also Young Boys Bern, wo ja unser Trainer Adi Hütter herkommt. Ich weiß nicht, es geht irgendwie nicht weg, dieses Gerücht. Man hört und liest aber auch nichts. Das Einzige, was ich rausfinden konnte, in Anführungsstrichen, oder was ich gelesen habe, ist, dass er halt eher England präferiert oder Italien. Also ob Manchester oder Madrid, Hauptsache Italien. Vollkommen egal. Und dass diese schwarz-weiß gestreiften aus Turin irgendwie dran sind. Also Juve soll irgendwie schwer interessiert dran sein. Ich meine, wenn ich schon ein schwarz-weißes Dress habe, ob ich jetzt nach Frankfurt gehe oder Juventus, ist doch wurscht, oder? Ich meine, das soll sie nicht so haben. Auf alle Fälle, das Gerücht hält sich nach wie vor noch ein bisschen in der Crowd, aber ja, ich glaube, wenn er wechseln sollte, also wenn er jetzt in der Transferperiode nichts macht und noch bei Bern bleibt, glaube ich frühestens im Sommer dran, weil er erstmal wahrscheinlich abwarten will, wie die Eintracht sich jetzt weiterentwickelt. Spielen wir jetzt nächstes Jahr endlich Champions League, nachdem wir die Euroleague gewonnen haben, oder müssen wir uns dorthin qualifizieren, oder. Oder der DFB-Pokal wird allen aberkannt, außer der Eintracht, und wir spielen jedes Jahr gleich Gruppenphase. Wir werden sehen, was passiert. Wir haben aber auch ein paar Abgänge zu verdauen. Also DJ Bayreuther ist nach Chemnitz ausgeliehen worden, was ich gut finde, weil der Junge ist 18. Hat, was ich so gesehen habe in diesem Testspiel, was man jetzt auch nicht so überbewerten kann, außer Brale, 8 Tore, Gott, Hirgotta. DJ Bayreuther ist schon ein guter Kicker, aber der wird da nie eine Chance haben, sich durchzusetzen. Also selbst mit 30 wird er da noch hängen und nicht weiterkommen. Ist gut, dass er verliehen wird, so ein Spielpraxis sammeln. Beim Thomas Subotic, der eine oder andere kennt ihr vielleicht noch, hat selber mal bei der Eintracht gespielt in den 90ern. Ist dort jetzt, glaube ich, Sportdirektor, Trainer, Präsident, Putzfrau. Irgendwas hat er da zu sagen. Auf alle Fälle hat er noch Connects, glaube ich, über einen Alex Schur nach Frankfurt und hat halt den Deci da drüber gezogen. Nikolai Müller ist zu den Rothosen gegangen, also Hannover 96. Er ist jetzt quasi ein Findelkind geworden von der
Transferding ist. Es wird ihm mit Sicherheit nicht allzu schlecht tun. Ich meine, er ist ja kein schlechter Kicker. Ich habe halt dann nur Bedenken, wenn jetzt da außen noch wieder irgendwas ist. Timmy Chandler ist jetzt erst wieder wirklich ins Training zurückgekommen. Dann hast Danny Da Costa, die zwei werden sich dann mehr oder weniger dann abwechseln, aber ich weiß nicht. Ich meine, der war nicht herausragend, aber es ist halt doch recht wichtig, weil du hast halt immer noch zwei Bewerbe zu spielen. Und das wird nicht einfacher. Felix, ich weiß nicht, warum man ihn überhaupt geholt hat, Wittwald, ist bis zum Saisonende beim MSV Duisburg aufgehoben. Da kann er dann meiner Meinung nach auch gerne bleiben. Ich verstehe den Transfer bis heute nicht. Also, ob man jetzt Kevin Trapp geholt hätte oder nicht, ich verstehe den Transfer nicht. Der ist damals gegangen mit Pauken und Trompeten, auf gut Deutsch, was ist die Internet für ein Scheißverein und ich will dies und ich will das und mi und ich könnte mich alle am Ohr schlecken und ich gehe jetzt wohin, wo ich die Nummer 1 bin. Ja, gut, mach, tschö. Dann ist er zu Bremen zurück, wo er ursprünglich einmal herkam und dann ist er nach England, ich habe mir nicht mal gemerkt, wohin, dort irgendwie auch nicht. Und da kam er wieder zurück mit, es ist so toll und es ist so schön. Und ich habe von Anfang an gesagt, der wird mit Sicherheit nicht lange bleiben, weil der wird wieder anfangen, entweder rumzuspielen oder er wird einfach nicht spielen und man wird ihn wegschicken. Das war einer der ersten Posts, die ich abgesetzt habe, oder einer der ersten Tweets, die ich abgesetzt habe, wo ich gehört habe, uiuiui, der Felix Wittwald kommt. Wo einige gemeint haben, Joe, der wird noch wichtiger. Ui, und wie wichtig. Also, er ist gleich der wichtigste Spieler auf dem, den ich jetzt nenne. Und zwar, Chico, danke für deine Einsätze. Gerardus, ein Missverständnis löst sich auf. Es könnte ein geiler Buchtitel werden, für so verzweifelte Ehe und Ehen oder sowas. Gerardus war da, kam, hat in zwei Testspielen nicht mal durchgespielt, hat sie dann verletzt. Okay, das ist scheiße, dagegen kannst du nichts machen, aber ist dann einfach nicht mehr wiedergekommen. Also der war halt einfach kaputt. So wirklich eine Meldung, was, wieso, weshalb, warum, ich glaube Kreuzband war es offiziell, kam aber dann nichts mehr, nicht ob er jetzt, was er jetzt macht, was er jetzt tut, wo er es jetzt tut. Dann ist einmal irgendwo ganz kurz was aufgeploppt in irgendeiner Blase und dann war es das auch schon wieder. Und ja, dann kam eben Chico Geraldes verlässt. Der Eintracht wieder zurück nach Lissabon. Ja, tschö. Ich fand halt die Pressemeldung nur so geil. Ja, wir danken ihm für seinen Einsatz und tralala. Alter, was für Einsätze. Und er hat verdammt nochmal nichts gemacht. Er hat in zwei fucking Testspielen, keine Ahnung, 50 Minuten gespielt. Und das war's. Hat er nicht einmal trainiert, weil er so kaputt und lediert war. Also, Freunde, dieses Template schreiben, ich weiß ja nicht. Ja, da gibt es auch ein paar Gerüchte. Zum einen einmal, dass Brana 8 Torgott Rigotta eventuell zu AEK Solna, also Stockholm, gehen soll. Die spielen, glaube ich, auch noch Euroleague, wenn sie nicht rausgeflogen sind. Da ist er jetzt schon länger im Gespräch, aber da tut sich irgendwie nichts. Und ganz ehrlich, ich glaube auch nicht, dass er vor Sommer oder bevor der Vertrag ausläuft, irgendwo hinwechselt.
Der wird wahrscheinlich so einen geldotierten Vertrag haben, dass der den einfach absitzt. Denn er war ja schon mal im Sommer im Gespräch. Bei, ich glaube, Hannover. Hannover 96. Und, das muss man überlegen und tralalala. Und im Endeffekt hat er ihnen den Finger gezeigt. Und, nein. Ich will mich hier durchsetzen. Alter, was? Wenn er spielen wollen würde, dann hätte er schon gewechselt. Außer er hat halt so einen geilen Vertrag, dass er wurscht, ob er spielt oder nicht spielt, seine, keine Ahnung, 350.000 Euro pro Woche kriegt. Und sich damit dann einfach, keine Ahnung, einen neuen Audi A8 kaufen kann pro Monat. Ich weiß ja nicht. Weil ich meine, das glaube ich jetzt nicht, dass der auch irgendwo hingeht. Dann haben wir Carlos Salcedo, der wird ja ständig mit Mexiko in Verbindung gebracht. Jetzt aktuell sind es wieder die Chivas, also dieses, keine Ahnung, Guantanamo, wie das jetzt heißt. Da wird er immer wieder in Verbindung gebracht. Und das ist, taugt mir irgendwie gar nicht, weil es immer wieder aufploppt. Sie wollen ihn haben. Es kam dann ein, ja, wir möchten ihn halt nur ausgeliehen haben. Denn jetzt beginnt ja, glaube ich, am Wochenende beginnt der erste Teil der neuen Saison. Da hätten sie ihn schon ganz gerne und der ist ja da drüben auch so super beliebt. Und auf der einen Seite denke ich mir, das wäre blöd, wenn er geht. Auf der anderen Seite, ich sehe jetzt auch nicht so viel verhaut. Weil er hat jetzt 3 Spiele gemacht, von denen er 2, also 1 wirklich, wirklich schlecht war. Im zweiten war er schlecht und im ersten war ein, ja, mal 2, 3 gute Ideen gehabt, aber ansonsten, alter Schwede, Stellungsspiel nahe Null. Also da kann ich auch einen Marco Rus hinstellen, also nicht 10 den Marco Rus, aber den kann ich auch hinstellen, der kann wenigstens relativ gut Stellung spielen, weil er ist halt einfach zu langsam. Der Titan ist halt schnell, teilweise zu robust, und da sehe ich halt das Problem, wenn der jetzt in jedem Spiel eine gelbe Karte sieht und in jedem 7. Spiel eine gelb-rote Karte, dann spielt er immer nur mehr Spiel, gesperrt. Spiel gesperrt. Das hilft jetzt auch nicht unbedingt weiter. Und wir haben gesehen, was am Ende passiert, wenn die Verteidiger ausgehen. Dann geht einfach nichts mehr. Das ist einfach eine Katastrophe. Also, in Verteidigung oder generell der Verteidigung, ja, von mir aus soll er gehen. Aber da gehört so oder so noch irgendwer mit dazu, weil der aktuelle Ding ist einfach viel zu wenig. Haben zwar viele gesagt, wir haben ja 5 Innenverteidiger. Ja, wo sind sie denn? Abraham war verletzt, Hasebe hat sie verletzt, und die kam super Job, aber man merkt halt teilweise noch, die Routine fehlt ihm noch. Russ soll langsam und jetzt nicht unbedingt der technische Abwehrmarathoner. Und ja, dann wird's eng. Mit einem Fallett möchte ich jetzt auch nicht durchspielen. Also, auch wenn der jetzt ganz tolle gelernt hat, wie er Fangesänge von sich geben kann. Ja. Das bringt ihm jetzt in meinem Verteidigen nicht, außer wenn sie wegsingen. Aber dann sollte er zu DSDS gehen und wie der ganze Spaß heißt. Und alles ist gut. Aber da gehört noch mindestens ein Spieler meiner Meinung nach hin. Und dann haben wir noch einen, wo viele sagen, hey, was ist mit dem los? Und andere sagen, oh, der muss weg. Ich bin eher der Typ der zweiten Kategorie. Ich bin der Freund von, der muss weg. Ist das ein Fußballspieler oder kann das weg?
Die Rede ist hier vom Marco Fabian. Jetzt werden wir wahrscheinlich ungefähr 80% der 11 Zuschauer oder Zuhörer, Entschuldigung, 80% werden jetzt genervt wegdrücken und sagen, boah, der redet und redet und redet und jetzt auch noch das. In diesem Sinne, tschö. Die, die noch da sind, sind ja mal ganz ehrlich. Marco Fabian hat angefangen, unter Kovac keine Rolle mehr zu spielen. Zu langsam, zu behäbig, da war er ein bisschen verletzt, dann war er wieder ein bisschen gesund. Dann hat Andros wieder probiert, dann hat er nach, also jetzt 40 Minuten, hat er wieder irgendwas gehabt, wie auch immer. Teilweise unglücklich ausgeschaut, teilweise einfach schlecht gespielt. Wurde quasi aussortiert. Dann kam ein, ich musste spontan wechseln. Ich sag, muss gehen zu der Türkei. Also, er, ab in Fliege, runter in die Türkei. Guten Tag, ich bin der Marco. Hat dort einen Vertrag fast unterschrieben. Also war schon mit irgendwelchen Leuten und Freunden und Managern und einem Schal. Ich glaube, Beşiktaş, das war das. Ich habe mir schon nicht mehr gemerkt, weil es schon so viele Wasserstandsmeldungen gab. Ist damit am Flughafen rumgeturnt. Und überall stand schon, Marco Fabian, der neue Stern in Istanbul. Am Arsch die Räuber. Die Manager aus Istanbul haben dann, man kennt die Geschichte, die haben gemeint, oh, seine Rücken ist kaputt, la? Nix gut, Rücken, nix gut. Marco Fabian sagte, diese Rücken ist vollkommen in Ordnung, ich habe Probleme, nix, die haben Probleme mit meinem Vertrag. Das heißt, das Management von Fabian hat gemeint, der Vertrag ist scheiße, die wollten den Vertrag ändern und irgendwelche wichtigen Sachen ändern. Ich soll irgendwie nur mehr 3 Kebab statt 2000 Euro am Tag kriegen. Der andere sagt, nein, dein Rücken ist hinüber. Leute, es interessiert einfach keinen. Er hat einfach nicht gewechselt. Es ist ein bisschen seltsam, wurscht, welche Variante es ist. Und seitdem, glaube ich, ist er ein bisschen pissed. Also er will einfach nicht mehr. Der hat aber keine Lust mehr. Der sagt, na, dann kann ich nicht spielen und deswegen gehe ich weg. So, dann wollte er weg. Ja, die haben mich nicht genommen, das hat nicht funktioniert. Na, das will ich da auch nicht mehr hin. So, dann war er in Frankfurt, dann war er in dieser Trainingsgruppe B2, wie auch immer, wo eben genau diese jene Spieler drin sind oder drin waren, wo man gesagt hat, ne, eigentlich, die wollten schon weg oder die sind eigentlich schon weg. Was ist da los? Hat der einen Grund, warum die da drin sind? Also auch wenn da gesagt worden ist, das ist scheiße, es hat einen Grund. Also wenn mein Kind nachsitzen muss, dann hat es einen Grund, warum es nachsitzen muss. Das sitzt ja nicht nach, weil der Lehrer sagt, boah, ich finde das jetzt geil, ich will jetzt da mal 3 Stunden, ich brauche Überstunden, ich muss mehr Überstunden machen. Sondern das Kind hat einen Scheiß gebaut und muss also nachsitzen. Und das wird genauso damals schon unter Kovac gewesen sein. Das vielleicht nicht Marco Fabian selber, aber sein Management vielleicht gemeint hat, ich finde das nicht sehr in Ordnung. Ich finde, das ist scheiße. Und daraufhin hat dann einfach haben die Verantwortlichen der SG die Reißleine gezogen und gesagt, Bub, langsam, du bist hier unter Vertrag und solange du nirgendwo anders hingegangen bist und dort einen Vertrag hast und nicht mehr mit uns, tust du das, was wir wollen. Wollt man nicht? Trainingsgruppe 2. Ja, und ich glaube, der will einfach weg. Weil sonst wäre ja nicht alle 5 Sekunden irgendwo was in der Zeitung mit, Marco Fabian geht nach, weiß ich nicht, Offenbach. Irgendwo schwer im Ausland, Kugelland. Keine Ahnung, SV Mattersburg sucht. Und auf alle Fälle war er im Gespräch bei UANL Tigres in Mexiko. Dort
War er anscheinend, oder ist er hoch im Kurs? Ja. Und man wollte ihn verpflichten. Man hat dort gesagt, ja, diesen Spieler brauchen wir. Er war auch, glaube ich, gar nicht so abgetan. Hat aber dann gesagt, zumindest laut Goal.com, hallo Leute, ich finde es super, in Mexiko zu spielen, aber ich habe keine Lust. Er sucht nämlich seine Zukunft in Europa. Das ist der einzige Kontinent auf dieser Welt, der anscheinend ihm das gibt, was er braucht. Und dort kann er sich beweisen. Heißt, laut dem Text, der auf goal.com steht, hat er abgelehnt und gemeint, nee, ich bleibe in Europa und gut ist. Die wollen sowieso eine Mauer um, der Trump will eher eine Mauer um Mexiko bauen. Wenn ich ein Stück Mauer sehen will, dann fliege ich nach Berlin, schaue mir die Reste an und kann trotzdem vorbeigehen. Ist leider nicht so, aber ich glaube, Fabian, ja, also ich weiß gar nicht, ob man da jetzt noch so Geld drauf ist, überhaupt noch ein Geld mit Fabian Gotta zu verdienen, weil im Sommer sind die definitiv weg. Am Transfermarkt überhaupt hat sie was getan. Also wir haben ja vorher gehabt 166 Millionen ungefähr, Kaderwert. Jetzt sind es laut Transfermarkt.de rund 220 Millionen. Da ist der Herr Rode jetzt auch gar nicht mit drin. Das sind dann wahrscheinlich 122 Millionen. Und es ist halt arg, also wenn man jetzt schaut, der Guzmán hat jetzt einen Wert von 3 Millionen, da kostet er 8 Millionen. Mir 9 Millionen. Kostic, übrigens danke an den Hamburger Sportverein für diese 6,5 Millionen Kaufoption. Mittlerweile bei 10 Millionen angekommen. Ein Dicker. Ich weiß nicht, wie viel gekauft für, keine Ahnung was, 2,5 Millionen oder sowas. 15 Mille. Und der Typ ist 19, verfickter 19 Jahre. Der darf seit einem Jahr gerade mal in den Puff gehen allein. Also, Bomben-Bomben-Bomben-Transfer. Sebastian Aller, 35 Millionen, Rebic 35 Millionen und aller überholt hat natürlich Luka, die Hacke Gottes, Jovic. Also, die werden, also Jovic gehe ich stark davon aus, wir sind ausgespielt Champions League nächstes Jahr. Ist im Sommer weg. Also, wusch, wo, der ist weg. Und dem bin ich ja nicht dauernd böse, wenn er zu den Bauern, zu den Bayern geht. Der ist weg, der hat bei uns nichts verloren. Ganz ehrlich, der hat bei uns nichts verloren, der Typ. Ja, aber bis jetzt ist ja nicht einmal die Option offiziell gezogen. Wo ich ja auch ein paar Bauchweh-Sachen sehe, weil wenn man den jetzt, und ich bin der Meinung, man hat es da jetzt zu spät am Dampf mit der Option, er gehört ja noch immer nicht uns. Wenn man ihn jetzt haben will, dann wird wahrscheinlich seine Ausstiegsklausel kommen, so à la Kovac. Kommt ein Top-Verein, dann darf ich für einen Apfel und ein Ei gehen. Das wird so sein, weil es gibt ja schon Interessenten, also so ist es ja nicht. Also Crystal Palace zum Beispiel, die können das mit Sicherheit finanziell einfach stemmen, die sagen, ich schläge da mal 50 Millionen auf den Tisch und ein Kasten Bier. Und dann kommt der Luca zu uns. Aber das ist halt sportlich keine Steigerung. Ja. Nein, dann ist angeblich Real Madrid in dem Verlosthof drin. Ja, die könnten beides mehr oder weniger machen. Gab es einmal, dass das Barcelona eventuell dran wäre, aber ich sehe jetzt nicht unbedingt den Bedarf, den sie jetzt dann hätten, ihn zu kaufen. Wenn, dann vielleicht kaufen, noch ein Jahr verleihen an die Eintracht, wäre super.
da drüber ziehen. Dann über den Verlosthof die Damen und Herren vom FC Süddeutschland, die ja 200 Millionen investieren wollen. Ob das jetzt in schnelle Autos ist oder in Spieler, das weiß man noch nicht so genau, aber auf alle Fälle, das wollen sie ausgeben. Nachdem ja die Robbe, Nabi und Rafinha fix gehen, haben die jetzt nur andere Baustellen offen wie im Sturm. Da haben sie ja noch immer Thomas the Face Müller und seine Frau. Da müssen wir halt auch noch schauen, was da jetzt genau rauskommt. Auf alle Fälle können wir da jetzt können wir jetzt nochmal da hinschauen, was jetzt da passiert. Es wird, glaube ich, nicht allzu wild werden, also mehr wie das der ganze Kader leer gekauft wird und mit dem 27. Neuanfang in den letzten 25 Jahren macht. Kann nicht passieren. Dann, nachdem heute der 5. ist, sind unsere Freunde des gepflegten Fußballs seit gestern irgendwie schon in USA. Dort haben sie ja diese lustige Reise, übrigens Grüße an Alex Meyer, der, glaube ich, aber jetzt eher Richtung Hamburg unterwegs ist. Vom 4. bis 10.1. ist man ja in Tampa, Florida. Kickt ein bisschen lustig rum. Am 10. düsen es dann irgendwie nach Orlando. Da gibt's dann vom 10. bis zum 13.1. den Florida Cup. Da gibt es einen wunderschönen Pokal. Und wenn du Spieler des Turniers bist, dann bist du wahrscheinlich auch der Florida Boy, wer das noch kennt. Und dann ist dort am 11.1. um 1 Uhr mitteleuropäischer Zeit das Spiel gegen Sao Paulo. Ich weiß noch nicht, ob das übertragen wird, vielleicht irgendwie auf The Zone oder Sport 1 oder Eintracht TV. Ich weiß es noch nicht. Wenn ich irgendwas weiß, wenn irgendwer was weiß, dann wird das wohl irgendwo getwittert werden. Und am 12.01. 22 Uhr mitteleuropäische Zeit in Orlando gegen Flamengo Rio de Janeiro. Und da wird halt irgendwie der Florida Boy Cup ausgetragen. Also, wir mal sehen, was da jetzt ist. Und dann, liebe Leute, noch 14 Mal schlafen, geht's schon los. 15:30 am 19.01. daheim gegen den Tabellenelften, den FC Freiburg, was mit Sicherheit wie jedes Mal nicht einfach werden wird, liebe Freunde. Freiburg ist immer unbequem zu spielen, ich weiß nicht mal warum. Das Hinspiel haben wir jetzt 2-0 gewonnen durch ein Tor von Nikolai Müller und Sebastian Allaire. Aber eigentlich, ja, wenn man sich das Spiel so ganz objektiv betrachtet, dann muss man zugeben, scheiße haben wir Schwein gehabt. Weil die haben, ich weiß nicht, 25-5 Torchancen gehabt oder irgend sowas und nicht eine reingemacht. Die haben 100%ig verkackt. Wenn die reinmachen, dann bist du mal ganz schnell 3-0 hin. Also, die sind schon nicht schlecht. Also, da ist mein Tipp, nachdem man jetzt noch nicht viel sagen kann, aber da tippe ich dann zwar schon noch von 2-1, aber ein schweres 2-1, glaube ich. Das ist halt, da muss man halt dann echt schauen, wie sich die Mannschaft dann schon eingespielt hat, wie wichtig jetzt dieser Cup-Erfolg, der jetzt kommt, ist, dann haben wir schon den zweiten wichtigen Cup gewonnen. Schauen, ob es die Spieler wirklich interessiert. Rübergeflogen sind 29 Spieler und Feldspieler und drei Torhüter, auch Lucas Toro.
Und auch alle Physios, das heißt, der ist jetzt drüben nicht dabei und hüpft irgendwie lustig über die Weide und tritt ein bisschen in den Ball. Nein, er macht da drüben ganz normal seine Physio weiter. Ich bezweifle, dass wir den guten Mann noch irgendwie in der Hinrunde sehen. Den dann vielleicht in den letzten zwei Spielen oder sowas. Aber vorher, glaube ich, gar nichts. Weil Leistenverletzung ist immer scheiße. Also ich habe selber schon eine Leistenverletzung gehabt. Zwar keine OP. Aber da habe ich dann auch, glaube ich, und das war nur eine Leistenzerrung. Da habe ich schon, glaube ich, 6 Wochen rumgedoktert. Gut, das sind jetzt High-End-Maschinen, die da behandelt werden, aber das dauert halt auch bei denen dann 3 Wochen. Das tut halt weh und das stört dich halt. Also es ist ja nicht so, dass du nicht gehen kannst, sondern es tut halt einfach weh. Und wenn du operiert worden bist, jeder, der schon mal eine OP hatte, weiß, scheiße. Also, ja, was soll man machen? Es gibt jetzt dann noch eine neue Kategorie, nenne ich sie mal. Es gibt schon was Ähnliches bei anderen Podcasts. Grüße. Bei mir ist es die Raubzeige. Da wird dann demnächst auch noch irgendwann ein Intro kommen. Das sind halt Sachen, wo man sich echt an den Kopf greift und denkt, Alter, was ist denn da passiert? Ausweichtrikot. Alle Frankfurt-Mitglieder, also Eintracht-Frankfurt-Mitglieder, die Leute, die Geld dafür zahlen, dass sie diesen lustigen Verein irgendwie was, wo sie da irgendwas sagen können, durften abstimmen zwischen Orange, also so Mist, so Müllabfuhr-Orange, und so einen komischen, also man sagt, es sei Gold, es schaut eher aus wie Bleigelb, also so Speiberbsengrün eben. Keine Ahnung, schmutziges Warnwestengelb, ich habe keine Ahnung, was das ist, abgestandenes Bier. Auf alle Fälle irgend so ein bumsgoldgelbes Trikot und er hat mit 55% gewonnen. Also, wo ist Orange Chaos? Wo ist Infogramm? Wo ist Bordeaux Orange? Ja, hat nicht funktioniert. Jetzt wird es halt so ein komisches, pissgelbes, goldenes, komisches Trikot. Es ist zum Glück nur das Ausweichtrikot für nächste Saison, aber okay. Es wird schon irgendwem gefallen haben. Das Gerippte hat auch nicht jedem gefallen. Ich fand's schön, weil es mal was anderes war, aber okay. Aber Leute, Gold. Naja, dann hat sich der Herr Stäubing, der Aufsichtsratsvorsitzende, ein bisschen beschwert über den Herrn Paul B. Und damit meine ich nicht den Paul Bearer, sondern ich meine damit den Herrn Paul Breitner, der immer so, ach, der arme, der Dieter Hoeneß, der Uli Hoeneß ist immer so ein Arsch zu ihm, dieser Paul Breitner. DFB-Pokalfinale. Der Herr Stäubing wollte mit einem zweiten Aufsichtsratsvorsitzenden ihm die Hand geben und sagen, Gude, ich bin's, der Wolfgang. Und Herr Paul Breitner meinte, ihr seid nur die Gäste, da müssen wir nicht die Hand schütteln, das brauchen wir nicht machen, da geht euch. Was ist das für ein Oberschlag? Entschuldigung? Also Anstand, Respekt, das kennt man beim FC Süddeutschland nicht, oder? Das ist irgendwie, das ist keine Krankheit, Leute. Das ist keine Behinderung oder sonst irgendwas, sondern das ist einfach nur Arschloch sein. Also wenn mir jemand, ob ich den jetzt mag oder nicht, ich kann ihm ja trotzdem die Hand geben, sagen, ich wünsche da was und geh wieder. Ich muss den ja nicht lieben, ich muss ja den nicht schustern. Ich muss doch mit dem einfach nur Respekt zollen, sagen, guten Tag. Und nicht so wie dann die restliche Mannschaft, bis auf den Manuel Neuer und der Ulrich, glaube ich war's, die am Platz gestanden sind und danach noch applaudiert haben als Anstand Respekt zum Sieg. Na, der Rest,
Verpisst euch doch bitte, könnt ihr nicht, macht eure scheiß Super League, werdet dort glücklich mit den ganzen anderen von uns. Was soll denn dieser Scheißdreck? Also sowas, das geht gar nicht. Absolut eine Katastrophe. Und bevor ich mich jetzt dann noch mehr aufreg, werde ich diesen Podcast jetzt beenden. Ich schaue, dass das jetzt dann irgendwie ja regelmäßiger wird. Ist halt immer die Frage Zeit und so weiter und so fort. Wie gesagt, wer Kinder hat, weiß, dass es nicht so einfach ist, dass man dann sagt, so, ist jetzt 20:25, ich setze mich jetzt hin und mache meine Podcast. Nein, da ist dann ein Gezähneputzen angesagt oder ein steh nicht blöd rum oder geh aufs Klo, wasche die Hände, vergiss nicht einzuatmen, wenn du ausgeatmet hast. Es ist halt so, wir lieben sie trotzdem. Und um 3 in der Früh, ehrlich gesagt, fehlen mir ein bisschen die Körner, dass ich dann irgendwas aufnehme. In diesem Sinne wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Gehabt euch wohl und bleibt uns gewogen. Oh,